Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Theorie, und zwar war Big Mom ein Experiment der Weltregierung. Wenn euch dieses Video gefallen sollte, klickt einmal auf den Abonnieren-Button, vergesst die Notification Bell nicht und drückt einmal den Daumen nach oben tief rein. Ja, und jetzt geht es los. Wir wissen ja, dass die Weltregierung schon seit Jahrhunderten versucht, Riesen zu züchten. Möglicherweise war auch Charlotte Lin-Lin eines dieser Experimente. Immerhin ist sie mit 8,8 Metern riesig und war die schon als Kind. Genau wie die Kinder auf Punk Hazard, wenn sie ihre Drogensüßigkeiten nicht bekommen, ausrasten, rastet auch Big Mom aus, wenn sie keine Süßigkeiten bekommt. Zudem, wenn wir uns Big Moms Flagge anschauen, sehen wir rechts einen Baum. Genau denselben Baum sehen wir auch im Spielzimmer der Kinder auf Punk Hazard. Zufall? Eher nicht. Allgemein sieht die Einrichtung des Zimmers mit den Blumen, Bäumen, Regenbögen sehr stark nach Toddland aus, oder etwa nichts? Die Frage ist, wieso will Vegapunk nicht an Kindern experimentieren? Vielleicht war Big Mom sein Fehlschlag, sie war zwar groß und stark, aber einfach nicht zu kontrollieren. Und erst seitdem macht er keine Experimente an Kindern mehr. Weil ich denke nicht, dass Caesar so alt ist, dass er die Experimente damals schon gemacht hatte. Aber eine Frage stellt sich hier dennoch. Warum ist sie dann stärker als ein Riese? Ganz einfach. Sehen wir uns Punk Hazard an. Auf einem Schild ist der Schädel eines irgendwas mit Hörnern. Auf der Feuerseite von Punk Hazard hat die Strohbande einen riesigen Totenschädel gefunden mit Hörnern. In einer Eiskammer in Punk Hazard waren einige Häftlinge eingefroren und einige davon sahen aus, als wären sie auch Teil dieser Experimente gewesen. Sie waren deutlich größer als ein normalsterblicher Mensch. Das heißt, die Experimente, also die Ergebnisse daraus, haben nicht immer Hörner gebildet. Doch was heißt das? Die DNA kam meiner Meinung nach von Oz, deshalb die Hörner bei einigen Experimenten. Und deshalb war Big Mom auch stärker als ein normaler Riese. Denn immerhin ist Oz Rasse nochmal deutlich stärker, weil sie größer und kräftiger und wilder sind. Wie wir wissen, war Oz lange Zeit im Eis eingefroren, als ob Gecko Moria der Erste war, der ihn dort entdeckt hat. Möglicherweise hat ihn die Weltregierung schon früher entdeckt und immer wieder Proben entnommen oder eine große Probe, deshalb auch seine Wunden. Und aus dessen DNA haben sie dann eben die Forschung gemacht. Zudem, Big Mom war mit 5 schon so riesig. Glaubt ihr wirklich, dass Big Moms kleine Mutter sowas Riesiges hätte gebären können? Selbst mit einem Bruchteil der Größe wäre sie einfach zerrissen worden. Aber vielleicht wurde der Mutter-DNA in die Gebärmutter gepflanzt, die das Wachstum nach der Geburt beschleunigten. Immerhin haben Vegapunk und Judge Winsmoke zusammengearbeitet und Judge hat das gleiche mit seiner Frau getan, nur nicht mit Vergrößerung, aber mit der Umgestaltung der menschlichen DNA. Wieso sollte Vegapunk dies dann nicht können? Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt eure Meinung einmal in die Kommentare und vergesst natürlich nicht den Daumen nach oben, den Abo-Button, und ich hoffe, wir sehen uns auch bei dem nächsten Theorie-Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.